Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin doch schon entsetzt, wie wir diese Empörungsdebatte hier frei von Fakten und auf der Grundlage von falschen Fakten führen. Ich werde gleich zum Thema Lifeline noch kommen. Aber ich kann Ihnen Linken und Grünen nur mal empfehlen, machen Sie doch in Europa mal die Augen auf. Sie zitieren Horst Seehofer hierher, der Verantwortung übernommen hat für ein Flüchtlingsschiff, für das wir nicht zuständig sind. Und Ihre linken Helden, Macron in Frankreich, Tsipras, Ihr Kumpel in Griechenland, was ist denn mit denen, mit der linken Regierung in Spanien? Von denen lässt keiner diese Schiffe einlaufen. Und Horst Seehofer, kritisieren Sie, das ist das Allerletzte. Darf ich mal bitten? Das ist eine sehr emotionale Debatte, aber ich bitte, ich hätte auf jeden Fall gerne so viel gehört, dass wir hier oben hören, was Herr Amthor sagt. Ich bitte, jetzt ihm zuzuhören. So, meine Damen und Herren, ich erläutere Ihnen das gleich mit dem Völkerrecht noch, dann können Sie das ja noch mal applizieren darauf, wie das mit Macron und allen anderen ist. So, aber wissen Sie, Sie haben Aktuelle Stunde beantragt zum Thema Seenotrettung im Mittelmeer. Und anstelle dieser Empörung, die ich hier von Ihnen nur höre, hätte ich mir auch mal gewünscht, dass Sie sagen, einen herzlichen Dank und Anerkennung für unsere Soldaten in der Mission Sophia, in der Mission Sea Guardian, die Leben retten, und das zu Zehntausenden. Das wäre mein guter Standpunkt vorweggeschickt gewesen. Aber ich habe den Eindruck, Sie wollen abstrakt über diese Debatte gar nicht reden, sondern Ihnen geht es hier einzig und allein um die Mission Lifeline. Und ich sage Ihnen jetzt mal eines. In der Rhetorik, die Sie hier wählen, Bedrohungslage, völkerrechtswidriges Verhalten von Italien und sonst was, dieses Schiff, Herr Brandt, das hätten Sie ja vielleicht mitbekommen können, dieses Schiff ist flaggenlos. Ein flaggenloses Schiff ist illegal. Und die Fake News, da kann ich nur mal sagen, unterhalten Sie sich vielleicht nicht nur mit Ihren NGO-Kumpels, sondern fragen Sie doch mal die niederländische Regierung. Die niederländische Regierung hat nämlich festgestellt, liebe Kollegen, das ist vielleicht mal gut zu wissen, dieses Schiff ist registriert in den Niederlanden, aber als Sportboot. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Flaggenführungsbefugnis wurde diesem Schiff entzogen. Es ist illegal. Es ist ein flaggenloses Schiff und ein flaggenloses Schiff gehört beschlagnahmt. Das ist die Lage, die völkerrechtlich dazu zu sagen ist. Und natürlich ist es so, dass es im allgemeinen Völkerrecht ein Nothafenrecht gibt. Und ich finde es einfach unverschämt, wie Sie unseren europäischen Partnern, Malta, Italien und anderen unterstellen, dass sie sich an diese Verpflichtung nicht gehalten hätten. Es war schlicht so, dass völkerrechtlich, und da kann ich Sie nur auffordern, das auch mal fachlich zu prüfen, völkerrechtlich lagen die Voraussetzungen dieses Notstandsrechts noch nicht vor. Jetzt haben wir dafür eine Lösung gefunden. Aber hier das auszutragen auf dem Rücken von italienischen und maltischen Regierungen, das ist, glaube ich, der absolut falsche Weg. Und ich sage Ihnen dann vor allem eines. Sie sollten vielleicht und wir sollten diese Debatte auch mal ein Stück weit wegführen, nur von diesem konkreten Fall, und uns mal das große Ganze angucken. Das Grundproblem ist doch, dass wir, und das wollen Sie legitimieren mit solchen Aktionen, eine Migration haben über eine aufgedrängte Seenotrettung. Und das ist sicherlich alles andere als eine europäische Lösung. Und man muss das ganz klar sagen. Schauen Sie sich das doch an. Das Schiff Aquarius, wieder so ein Fall in Valencia aufgenommen. Ich würde als Bürgermeister von Valencia auch sagen, wir sind weltoffen, wir nehmen die alle. Wenn ich wüsste, dass, weil die Binnenmigration nicht geregelt ist, ein Drittel von diesen Flüchtlingen ein paar Tage später statistisch in Deutschland ist. Und meine Damen und Herren, das ist doch das beste Beispiel dafür, dass wir genau das brauchen, was Horst Seehofer gesagt hat. Wir brauchen zur Begrenzung der Binnenmigration Steuerung und Begrenzung. Und damit man das erreichen kann, ich will Ihnen das noch mal sagen, jeder Tote auf dem Mittelmeer ist für uns einer zu viel. Und deswegen finde ich es auch schlimm, Frau Kipping, wie Sie versucht haben, hier die Toten auf dem Mittelmeer zu instrumentalisieren, um Ihre Willkommenspolitik durchzusetzen. Das ist nicht akzeptabel. Und ich sage Ihnen auch, wir müssen uns völlig klar werden, wenn es Ihnen wirklich um das Leben geht, von diesen sogenannten Flüchtlingen, was im Übrigen zu klären ist, das ist ein Rechtsstatus,
Ich frage mich, ob jeder von denen anerkannt ist. Da gibt es ein Rechtsverfahren. Ich bitte Sie. So, und wenn Sie das klären wollen, dann sollten wir das am besten in den Herkunftsländern tun. Wir stehen für die Lösung, deswegen europäische Hotspots zu machen. Das ist der richtige Weg. Und wir werden das Ganze ordnen und nicht diesem Chaos überlassen und diesen emotionalen Diskussionen. Das ist der falsche Weg. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Philipp Amthor. Wir haben jetzt noch zwei Rednerinnen und Redner in der Debatte. So, Herr Amthor hat jetzt auch wieder Wellen gemacht. Das ist vielleicht das falsche Bild jetzt in dieser Debatte. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. So, nächste Rednerin und jetzt mal wieder nächste Rednerin Angelika Glöckner für die SPD-Fraktion. Frau Glöckner, Sie haben das Wort.